Der Keilerkopf ist das Signature-Hole auf dem Niedersachsen-Kurs. Und der zeigte auch bei den 71. Deutschen Meisterschaften im Golfressort Hardenberg seine Zähne. Am Keilerkopf der 12 gab es noch ein halbes Dutzend Titelkandidaten, wie Lukas Gras, den deutschen Lochspielmeister, oder den erst 17-jährigen David Lee vom Junior Golf Team Germany. Auch Teamkollege Yannick de Brünn spielte groß auf. Am Keilerkopf lag er schon 5 unter Par, um hier von außen einzuschippen. Und da war ja auch noch Max Schmidt mit einer 66 in der ersten Runde gestartet. Bei der BMW International war er schon bester Amateur und hat bei den Profis schon 2-mal auf der Pro-Golf-Tour gewonnen. Einer der Favoriten war da schon raus, Falko Harnisch. Der German Boys Champion hatte kurz zuvor mit dem Team Kontinentaleuropas die renommierte Jacques Lelys Trophy gewonnen. Und bei der British Boys hatte er als Titelverteidiger wieder im Finale gestanden. Gut zu sehen, wenn man auch überlegt, dass man später Profi werden will und dass man wirklich merkt, dass man unter Druck dann, weil du hast ja auch ein bisschen Druck, wenn man da überall als Plakat rumsteht, ne, dass man trotzdem dann gute Leistung abrufen kann. Hat mir sehr viel bedeutet auf jeden Fall. Als die Damen an die 12 kamen, schien schon alles klar. Laura Fünfstück lag 6 unter Par für den Tag und hatte damit 5 Schläge Vorsprung vor Caroline Kaufmann, die nach Runde 3 noch in geteilter Führung mit der Nationalspielerin gelegen hatte. Es wurde eine 70er-Runde für die Kölnerin und damit am Ende Platz 2. Klar ist man enttäuscht, aber wenn die Laura in der Schlussrunde 6 unterspielt, das ist schon echt gut und ein 2. Platz ist super cool. Eine Klasse für sich, Laura Fünfstück. Die 22-Jährige hat ihre erfolgreiche College-Zeit beendet und steht jetzt vor dem Sprung auf die Ladies European Tour. Ich habe solide gespielt, mir viele Chancen erarbeitet. Ich habe 17 von 18 Greens getroffen. Genau, mal lang gelocht. Das hilft natürlich auch. Bei den Herren spielte David Lee am Keilerkopf ein Birdie und setzte sich damit weiter von seinen Flightpartnern ab. Aber da war noch ein anderer, Marc Hammer. Der Nationalspieler aus Mannheim-Viernheim war einfach gut drauf. Gleich 7 Birdies notierte der Schützling von Trainer Ted Long. Auch hier auf der 15. Er ging mit einer 67 auf 4 unter Par und war damit führender im Clubhaus. Schlaggleich mit David Lee, der im letzten Flight noch unterwegs war. Spannung rund ums 18. Grün. Die Annäherung von David Lee, die deutsche Meisterschaft entscheiden sollte. Eigentlich habe ich mich ganz gut gefühlt und wollte einen kleinen Draw ins Grün hauen. Der ist dann ein bisschen zu viel gekurvt und dann hat es dann Platsch gemacht. Ja, leider. Der Ball im Wasserhindernis und das war's, zugunsten des 19-jährigen Marc Hammer. Lee spielt eine 69 und damit der 2. Platz hinter dem neuen Champion. Mein erstes großes Turnier, das ich gewonnen habe, endlich. Nach vielen, vielen Top-Platzierungen, aber halt nie der Sieg. Das bedeutet mir viel, ja. Gratulation der neuen deutschen Meisterin Laura Fünfstück sowie Caroline Kaufmann als 2. und Miriam Emmert vom Hamburger Golfclub als 3. Bei den Herren durfte Marc Hammer feiern, mit David Lee und Max Schmidt auf den Plätzen. Alle Spieler, die zu großen Hoffnungen Anlass geben. Ich freue mich natürlich riesig für sie und ich bin auch überzeugt davon, dass der ein oder andere oder die ein oder andere sicherlich auf die Tour gehen wird im Laufe der nächsten 3 bis 4 Jahre. Und wenn wir hier den Grundstein gelegt haben, dann sind wir glücklich damit. Denn wer am Keilerkopf besteht und dort deutscher Meister wird, der kann sich auch international sehen lassen.